Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why, Kapitel 3. No. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. Ugh. You're manipulating us just like you manipulated her. Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but clear, but you'll be a killer. What will your uncle say? Der weiß es doch schon. And Michael? Hm? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please. Think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie jetzt Hunger auf Cornflakes. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Allie, you okay? Tja. He didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night. And they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Oh nee, jetzt sag nicht, wir müssen uns entscheiden. She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words. With the same gun, on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here, too?
guess it's possible. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Ja, mit der Wahrheit leben, mit der wir am besten klarkommen. Aber dafür lese ich jetzt noch schnell die letzte Geschichte, eben bevor wir uns entscheiden. Der wilde Jäger erhält seine Hand zurück. Es war einmal in einem tiefen, eiskalten See beim uralten Wald, da lebte eine alte Seehündin, die eigentlich eine mächtige Hexe war. Da sie dem Eiskönig verärgert hatte, war sie in den See verbannt worden. Sie durfte ihn nur bei Vollmond und nur in ihrer wahren Hexengestalt verlassen. Viele Jahre lang war sie nach Rache ganz allein in dem tiefen See zwischen den Leichen ihrer Opfer. Als sie eines Nachts erwachte, erblickte sie eine schwarze, von einer Kapuze verhüllte Gestalt, die versuchte, ein wunderschönes, mit Steinen besetztes Gewand zu fassen zu bekommen. Dieser Mensch war für einen Landbewohner unfassbar tief in den See gelangt. Seine wilde Entschlossenheit beeindruckte die Mondhexe so sehr, dass sie ihn zu schade für ihre Leichensammlung fand. Sie verzauberte ihn, sodass er unter Wasser atmen konnte, machte ihn aber zugleich zu ihrem Diener. Du, sagte sie, wirst mir den Weg in die Freiheit zu meiner Rache bringen. Bahn. Du und ich werden gemeinsam den Eiskönig töten. Die Mondhexe wusste nicht, wer der wilde Jäger war. Sie wusste nicht, welche Kräfte er besaß. Sie sah nur, dass er ein Jäger war. Und ihre Rachesucht machte sie blind für die Gefahr, die er darstellte. Sie ersetzte seine Hand durch eine Eishand, die zwar nicht so geschickt war wie eine Hand aus Fleisch und Blut, mit der er ihr aber immer noch dienen konnte. Die Mondhexe verbrachte Jahre damit, ihren Plan, den Eiskönig zu töten, zu perfektionieren und bis ins letzte Detail vorzubereiten. Währenddessen diente ihr der wilde Jäger, indem er ihre Schätze bewachte, aber er schmiedete auch seine eigenen Pläne. Schließlich war alles bereit. Als der Vollmond kam, ging die Mondhexe an Land. Sie war ganz aufgeregt beim Gedanken daran, dass sie in Zukunft bleiben konnte, solange sie wollte. Sie brachte den wilden Jäger an seinen Posten. Einen zerklüfteten, vereisten Felsen, von dem aus er den Pfeil verschießen sollte, der den Eiskönig töten würde. Bevor sie ging, machte er ihr einen Vorschlag. Mondhexe, sagte der wilde Jäger, wenn du meine fehlende Hand wieder nachwachsen lässt, werde ich den Eiskönig ganz sicher treffen. Wir haben nur diesen einen Fall und ich will ihn nicht verfehlen. Du bist eine mächtige Hexe, sicher kannst du mich mit einem Zauber, den ich nicht brechen kann, an diesen Ort binden. Die Mondhexe dachte darüber nach. Gut, ich lasse deine Hand nachwachsen und binde dich mit einem Zauber, den du nicht brechen kannst, an diesen Ort. Sie wirkte ihren Zauber und verwandelte die Eishand des wilden Jägers in eine Hand aus Fleisch und Blut. Als die Hexe ging, um den nächsten Teil des Plans auszuführen, konnte man den wilden Jäger im Mondlicht böse grinsen sehen. Kurze Zeit später kam die Mondhexe zurück und lockte den Eiskönig dorthin, wo der wilde Jäger ihn sehen konnte. Was soll das hier, Mondhexe? Fragte der Eiskönig. Viele Jahre lang hast du mich an den See gefesselt, sagte die Mondhexe. Viele Jahre lang war ich allein in der Dunkelheit, aber damit ist heute Schluss. Sie wirkte einen mächtigen Zauber, der die Bewegungen des Eiskönigs verlangsamte und gab das Signal, wilder Jäger, rief sie, schieß den Pfeil. Doch nichts passierte, sie zuckte nervös. Wilder Jäger, brüllte sie, schießt den Pfeil. Noch immer geschah nichts. Der Eiskönig kam unterdessen näher, langsam, aber außer sich vor Zorn. Die Mondhexe floh und lief zuerst zu dem vereisten Fels, wo ihr Diener auf sie warten sollte. Aber da war niemand auf dem Fels. Der wilde Jäger hatte ihren Zauberbann gebrochen und war verschwunden. Er war nämlich in Wirklichkeit ein noch mächtigerer Zauberer als sie. Jedenfalls mit zwei Händen. Als der Eiskönig die Hexe endlich einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du bis in alle Ewigkeit an den See gefesselt sein. Nie wieder wirst du ihn verlassen, auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe Gefangene des Sees und versuchte nie wieder zu fliehen. Und das war die Geschichte davon, wie der wilde Jäger der Mondhexe entkam und seine linke Hand zurückerhielt. I'm going to kill you!
gonna hurt you. Mit was kann sie am besten leben? Ich würde sagen, wir nehmen Toms Version. I'm not gonna hurt you. Weil... I'm going to kill you! Mary Ann war zwar sehr verwirrt und ziemlich gestresst und wusste nicht, wie sie mit ihrem Leben klarkommen sollte, aber sie war trotzdem für ihre Kinder da und sie hat auch Tyler so akzeptiert, wie er eigentlich war. Deswegen glaube ich nicht, dass sie ihn sowieso umbringen würde wegen einer Frisur oder dass sie in ihn auf einmal was ganz anderes gesehen hat, weil hier einfach nichts Übernatürliches, sage ich jetzt mal, außer diese Zwillingskräfte im Spiel ist. Deswegen nehmen wir die Erinnerung, die am schwersten ist, zu akzeptieren, aber auch von meiner Sicht aus die vernünftigere. Herself. You interrupted her and we got confused. Are you sure? Yes. That attic. Tyler, that was meant for us. It was our way of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. Hey, peep what I just found downstairs. Schnapp es. What do you think? Would have aged well, or just gone bad? Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. She was just talking to you. And I killed her. Stop. I don't want to use your voice again. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us.
The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him. Because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted the day he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Okay. 6 Monate später. Haben die das Haus immer noch nicht verkauft? Ach mein Gott, Tyler, nein! Die Frisur geht gar nicht. Oh, das steht ihm nicht. One last look, and I'm good to go. Ooh. Ah, die Frisur geht nicht, nein. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty. You're dropping off the keys with Tina, right? Yep. Gonna leave him at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. Wie geht's dir? How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week, and after everything that happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there, okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. Ja, dann hab ich alles. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay, I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe.
Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Mobile. Love you, Tyler. Love you. Hey there, little buddies. You keep an eye on this place for us, okay? Oh, da sind Eier drin, wie süß. I hope the next goblin family bakes a lot of sand pies in this. Gucken uns erstmal draußen um oder erstmal drin? Ich weiß gar nicht, draußen, oder? Und dann drinnen. Sie hätten ja rein theoretisch Sam das Haus geben können, oder? Seeing it empty is so weird. But at least it's the last time we'll ever have to. Ach so, der Waschbär mit den Briefkästen. Michael! Michael, gestern, Michael, muss echt eine Erleichterung sein, endlich mit diesem Ort durch zu sein. Das sage ich dir. Wenn der Verkehr nicht allzu schlimm ist, sollte ich so um 16 Uhr wieder bei uns so sein. Michael, ha, Verkehr im Delos nur, wenn der Briefkastenräuber entkommen ist. Ha, ich mache die Kekse, die du so magst. Ich bin sowas von auf dem Weg, nehme dabei wahrscheinlich ein paar Hydranten zum Stoppschilder mit. Stirb bloß nicht, ich halte sie warm, bis gleich. Ah, die sind so süß. Ah, achso, nehmen? Ach, den hat er sich jetzt in eine Hosentasche gesteckt. Also, meine Jüde, nee. Okay, ich kann es gerade irgendwie nicht so. Liebe Allison, lieber Tyler, ich weiß nicht genau, wohin ich das hier schicken soll, also hoffe ich, dass der Brief ankommt. Hab von Laura gehört, dass ihr endlich das Haus verkauft habt. Ich vermute, dass ihr beide bald ausziehen werdet. Ich wohne in einer kleinen Hütte am Tenaki-Fluss, in der die Besitzer mich bleiben lassen, wenn ich bei der Reparatur ihres Bootes helfe. Es hat gut getan, von vorn anzufangen, aber mein Sponsor bei AA, aber den anonymen Alkoholiker. Sam. Meinte, es sei wichtig, die Vergangenheit nicht komplett auszulöschen. Irgendwas von wegen Teil meiner Geschichte. Ihr beide wart ein wichtiger Teil von allem und deshalb hoffe ich, es macht euch nichts aus, dass ich diesen Brief schreibe, obwohl ich nicht immer die richtigen Wörter finde. Ihr beide seid sehr beschäftigt, aber es wäre wirklich großartig, wenn wir uns irgendwann mal treffen könnten. Im Schritt 9 der Genesung geht es darum, Wiedergutmachung zu leisten. Ich hoffe, dass ihr nach allem, was passiert ist, die Entscheidungen des alten Sam für den Schmerz, den ich euch zugefügt habe, annehmen könnt. Ich könnte nach Juno fahren oder ihr könntet sogar auf einen Besuch nach Tenaki kommen. Ich habe eine schöne Ausziehcouch, aber ihr müsst euch um die Decke streiten. Haha, war nur Spaß. Ich habe zwei. Eine ist aber etwas muffig. Haha, wieder reingelegt. Bitte passt auf euch auf. Sam, PS, wurde von einem streunenden Köter adoptiert, der am Kai herumlungert. Hab ihn Skipper genannt. Oh. Süß. Der Sam, bei den neuen Alkoholiker, hat unsere, also hat unser Wort dann doch wohl gereicht? Achso, das sind alles so Bilder. Die nehmen wir natürlich mit, logisch. So, und dann, was haben wir hier? Da braucht kein Mensch. Huh. Well, at least she finally dumped his ass. Tessa, ein Brief von Tessa. Liebste Tyler, liebster Tyler, liebste Allison, ich schreibe diesen Brief vom Flughafen in Juno. International, wo ich sage immer Juno, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wo ich bald für einen Missionsauftrag einen Flug nach Manila antreten werde. Bitte entschuldigt, dass ich mich nicht persönlich von euch verabschiedet habe, aber ich musste diese Entscheidung alleine treffen. Sicher versteht ihr, dass man manchmal der Stimme des Geistes folgen muss, ohne sie zu hinterfragen. Ich werde für eine Weile nicht nach Delos Crossing zurückkommen. Bevor ich gehe, muss ich euch, glaube ich, noch etwas gestehen. Vielleicht konnte ich Mary Ann ihrem Verrat nicht verzeihen, weil ich nie die Kraft aufbringen konnte, meinen Mann zur Rede zu stellen. Ich habe euch beide wirklich wie meine eigenen Kinder geliebt und habe stets versucht, eure Mutter ihre unverfrorenen Lebensart zu verzeihen. Als ich aber herausfand, dass sie das Ergebnis der Affäre mit meinem Thomas war, ich wollte, dass sie genauso leidet wie ich und brachte deshalb den Zorn in euer Haus, so wie ich es in meinem eigenen Haus nie gewagt hätte. All die Jahre war ich zutiefst beschämt und ich bin überrascht, wie viel besser ich mich fühle, jetzt, wo alles ans Licht gekommen ist. Das Beste an der Wahrheit ist der Frieden, den sie einbringt. Ich hoffe, ihr findet in eurem Herzen, um mir zu verzeihen, ich hoffe, ihr
findet ihn in eurem Herzen, um mir zu verzeihen. Wieder mal habt ihr mich gelehrt, wie Liebe einem im Leben voranbringt. Etwas, das mir Mary Ann die ganze Zeit versucht hat zu zeigen. Passt aufeinander auf, immer. In seinem Fußstapfen, Tessa. Sie hat ihn also in den Wind geschossen. Okay, das ist ja, das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wir müssen das Foto schicken. Kann ich noch hier was machen in dem Raum? Nope. Okay, gut. Achso, ist schon zurück. Hier noch was. Hätte mich jetzt auch gewundert. Badezimmer hätte mich jetzt auch gewundert. Eigentlich im Prinzip ist das ein recht schönes Haus, ne? Da ist nichts. Können wir nochmal die Gedanken schweifen lassen? Certainly hope the new owners are Mr. or Mrs. Fixit. Bestimmt. Also da kann man echt was Schönes draus machen. Das hier mit der Treppe, das ist so, das mit dem Geländer gefällt mir echt gut. Das Goodbye, Room. Goodbye, Room. Goodbye, Man on the Moon. For posterity. Ne, hier kann man nichts mehr machen. Jetzt kriegen wir wieder eine Nachricht zurück. Ne, doch nicht. Doch. Okay, dann haben wir hier im Haus alles nachgesehen. Ich würde jetzt gerne aber nochmal nach draußen gehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, da komme ich nicht raus. Da liegt noch was. Hübsch. Ach so. Okay. Ein Geschenk für den Nachmieter. So, hier lang. Oh, jetzt können wir mal rennen hier. Geh nochmal eben in die Scheune rein, ob hier auch noch was ist. Da können wir nicht mehr rein. Schade, ich dachte, man könnte das da oben noch sehen. Vielleicht können wir ja zum Pier laufen. Oder hier bei dem Grab noch irgendwas machen. Ja, bei dem Grab von Leo. Nachdenken. I'm sorry we're leaving you alone out here. Bye, Leo. Mit was für Geschichten man eigentlich so ein Haus zurücklässt. Ne? Überleg mal so, dieses da jetzt halt mit dem Grab von dem Baby. Dann hier das oben hier mit der Scheune, wo dieser Dachboden da ausgebaut war. Dann, man lässt halt... Ne? Das Haus erzählt so viele Geschichten und man weiß das eigentlich gar nicht als neuer Mieter, wo man eigentlich hinkommt. Das ist so... Everything okay, Ty? Actually, yeah. Everything really is. Time to move on. Na gut, immerhin. Huchala.
Ist der See jetzt nicht mehr gefroren? Wir gucken uns hier nochmal um. Eigentlich eine schöne Gegend, ne? Für so ein... Hier waren wir nie drin. Okay, wir haben alles. Würde ich sagen, können wir gehen. Das haben sie dicht gemacht. Da kann man aber trotzdem noch mal gucken. Goblins out. Hier noch was? Nein. Okay. Müssen wir vielleicht die Tür noch zumachen oder? Ach, hier ist noch was. It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the spot. Achso, Pizzadienst oder so. Das Haus für immer verlassen. Ja, ich hab auch nichts mehr. Well, this is goodbye for real, I guess. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch, staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. Ein Zwilling kommt selten allein und abgeschlossen und weg. Ja, meine Lieben, das war Tell Me Why. Ich würde sagen, wieder mal ein großartiges Spiel. Ich habe nichts anderes erwartet bei den Entwicklerstudio. Ich fand diese ganze Sache halt mal interessant. Ich wusste gar nicht, woraus... Also, man hat sich nicht großartig... Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Der Trailer hat eigentlich großartig gespoilert. Und auch das, wie die Beschreibung und so, es kam alles ganz anders, wie ich gedacht hatte. Und dass das aber am Ende wieder so tiefgreifend wird, ne? Dass man wirklich so diese Gedanken darüber hat, über natürlich diese Transgender-Sache, aber auch über den Tod und Schuld und dieses ganze Ding. Und ich fand auch diesmal diese Kräfte, diese Zwillingskräfte wesentlich besser, weil man sie irgendwie ein bisschen besser nachvollziehen kann. Weil ja halt das Thema immer so ist. So, ich meine, da wurde die Zeit angehalten, da hatte der da diese telekinetischen Kräfte, ne? Und bei den Zwillingen, man sagt ja immer sehr häufig, und hat also bei Zwillingen, dass sie irgendwie so eine Gabe in sich haben, dass sie immer spüren, was der andere gerade hat oder dass sie sich auch schlecht fühlen, wenn es den anderen schlecht geht, irgendwie sowas. Man hört es immer, ich weiß es jetzt nicht, aber man hört es halt immer und ich weiß nicht, ich fand das jetzt
diese ganzen Geschichten, worauf das aufgebaut war, auch, dass die Mutter hat eigentlich nur gezeigt, dass die Mutter so eine richtige Träumerin war. Und zwar nicht mit ihrem eigenen Leben klarkam und noch viel zu kindisch und viel zu, sie war viel zu kindisch und wenn man nicht ernst genug ist, ne? Aber trotzdem hat sie für die Kinder alles getan, was sie konnte. Entschieden haben wir uns anscheinend richtig. Die beiden sind zusammen wohl. Also, ne? Ich weiß nicht, ob es auch sein kann, dass die Zwillinge getrennte Wege gehen, weil da stand ja gerade, ein Zwilling kommt selten allein irgendwie so. Ich glaube, das hat halt auch was mit den Entscheidungen zu tun. Aber wie gesagt, ich bin absolut happy, dieses Spiel gespielt zu haben. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und dieses Miträtsel, die Rätsel waren toll, die Rätsel waren richtig super. Es war einfach alles gut gemacht. Ich fand das ganze Design toll, das Setting war atemberaubend, ne? Das ist so Alaska und so, mal was ganz anderes. Ich fand es echt super, ich bin begeistert. Und ich schaue jetzt nochmal eben schnell nach. Wir machen jetzt hier Ende. Weil das wollen wir ja noch zusammen durchgehen. So, Tyler und Allison. Allison war dankbar, dass sie Mary Anns Rätsel gelöst haben. So, 82% haben das Rätsel gelöst. 18% haben die Truhe aufgebrochen. Oh, das konnte man auch, okay. Allison wurde durch Toms Aussage beeinflusst. 60% haben Toms Aussage geglaubt, 40% haben der Erinnerung der Zwillinge geglaubt. Mhm. Ja, ist der Tom der Vater war. Also ich sage ja, also da, ich hab das sofort geahnt. Die Zwillinge haben auf ihr Band vertraut und ihre Stimme behalten. Mhm. 5% konnten mit der Stimme abschließen. Okay, 95% hielten an ihrer Stimme fest. Oh, interessant. Eddie Brown. Eddie war erleichtert, dass Allison die Verantwortung für Mary Anns Tod übernommen hat. 65% haben die Wahrheit gestanden. Sam hat Allison gegenüber die Beherrschung verloren. 29% haben Sam mit seiner Sucht konfrontiert. Okay, das ist interessant. Hätte es vielleicht auch anders mit ihm ausgehen können. Anscheinend hat es ja was gebracht, ne, dass wir ihn damit konfrontiert haben, weil er ist bei den anonymen Alkoholikern. Michael fühlte sich mit Tyler näher. 66% haben Michael geküsst. Süß. Achso, fortfahren. Falls du oder jemand, du denkst, Suizidgedanken hegst oder eine emotionale Krise durchlebt, können wir diese Linksangebote weiterhelfen. Dein Leben ist es wert, geliebt zu werden und wir sind für dich da. Telefonseelensorge, ja. Sehr schön. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es schön, dass sie es dahin geschrieben haben. Da war ja jetzt die Sache, ja, ihr habt gemerkt, das Spiel ging ein bisschen härter zu als die Life is Strange-Teile. Weil, ich meine, da wurde zwar auch Mord und Sexualität und dies und das halt auch, aber hier ging es wirklich um Suizidgedanken, um wirklich so dieses mit den Eltern, die Mutter, wer der Vater ist, wie er Betrug, es war halt viel auf einmal. Und ich finde es immer schön, dass man auch sieht, wenn vorher wird ja auch immer was eingeblendet, bevor man das Spiel startet und jetzt auch gerade das da auch mit der Telefonseelsorge. Ich finde das immer sehr gut, weil das zeigt, dass die Entwickler sich auch noch zusätzlich Gedanken drum machen, weil es gibt viele Menschen, die wirklich leiden, die still leiden und einfach nicht mehr weitermachen können oder nicht mehr weitermachen wollen. Und bei so einer Telefonseelensorge anzurufen, bevor man gar keinen hat und mit gar keinem reden kann, dann lieber tun, ne? Also, ich kann es wirklich jedem nur nahelegen. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich mache das immer sehr gerne mit mir selber aus. Oder laber meine Hunde zu. Aber, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin zwar auch an den Tod von meinem Hund kaputt gegangen. Das möchte ich jetzt auch nicht bestreiten. Ich habe wirklich gelitten und ich leide immer noch. Ich hatte gestern erst wieder so einen Heulzusammenbruch, aber es wird besser. Es ist jetzt halt 1,5 Jahre her. Fast. Und es wird halt besser,
Weil, klar, wenn ich dran denke oder wenn ich über ihn rede, dann kommen mir immer noch sofort die Tränen. Aber ich bin nicht mehr jeden Tag am Weinen. Es gibt dann mal so einen Tag, wenn ich dann so ein Bild sehe oder sowas oder irgendwie an ihn erinnert werde, wenn er irgendwo steht oder so, dann muss ich weinen. Und dann ziehe ich das dann auch hardcore durch. Dann schaue ich mir Fotos an, Videos an, denke pausenlos an ihn, red mir immer noch wieder meine Schuld ein, weil die Schuld, die ich mir noch immer gebe für seinen Tod, also dass ich es nicht halt früh genug gemerkt habe oder dass ich halt einem Tierarzt geglaubt habe und dass ich mich vielleicht noch intensiver von ihm hätte verabschieden können. Man sagt ja hinterher immer, man hätte mehr machen können. Und diese Schuld, die bleibt halt da, die kann mir keiner nehmen. Aber das kommt dann alles raus auf einmal, dann heule ich so ungefähr eine Stunde durch und dann ist erstmal wieder gut. Dann habe ich das erstmal wieder vor mir weg und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, doch, ich. Es gibt ja nur nicht stark und nicht. Also ich würde sagen, ich bin aber an sich ein sehr starker Mensch. Es hat jetzt nichts mit dem Tod von einem Haustier zu tun, obwohl dass ich das genauso vergleichen wie von einem Menschen. Es geht halt darum, es gibt auch Menschen, die, wenn jemand stirbt aus ihrem Umfeld, Familie, Haustier, Freunde oder so, dass diese Menschen sich entweder selbst etwas antun oder sich so dermaßen verschließen und sich gehen lassen, dass sie wirklich Hilfe brauchen. Und da kann ich jetzt schon von mir aus sagen, dass ich eigentlich ein recht starker Mensch bin. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich tagelang aus dem Schlafzimmer nicht mehr kommen werde. Man stellt sich das immer vor, wenn mein Hund stirbt, was mache ich denn? Ich komme tagelang nicht mehr aus dem Schlaf, ich werde bestimmt nichts mehr essen, ich werde bestimmt anfangen zu trinken oder irgendwie sowas. Ich habe es im Prinzip nicht getan. Dann, ich wollte auch eigentlich keinen Hund sofort wieder. Ich wollte eigentlich ein Jahr warten, weil ich auch, ich wollte nach Japan fliegen und wollte, dass da alles war, aber irgendwie bin ich froh, dass ich mir den kleinen Großi geholt habe, weil der hat mir über diese Zeit wirklich hinweggeholfen. Er hat mir halt geholfen zu heilen. Und deswegen, wie gesagt, deswegen finde ich, wenn jemand wirklich leidet, wenn jemand wirklich schlimme Gedanken hat, egal was ist, man kann bei dieser Telefonseelsorge wegen jedem Scheiß anrufen. Und wenn ihr, weiß ich nicht, wenn euch das halt so blöd ist, wirklich mit einem Freund darüber zu reden oder mit einem Familienmitglied oder so, ne? Ja, gut, so, das war jetzt ein bisschen sehr dramamäßig. Okay, deine Meinung ist uns wichtig. Hat dir dieses Kapitel von Tell Me Why gefallen? Ja, natürlich. Das kam bei den anderen gar nicht, glaube ich. So, das war's jetzt auch. So, ich bin jetzt auch perfekt eigentlich über die Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.